Und hallo und willkommen zurück zu No Man's Sky. Da habe ich jetzt mal eine Runde gewunken. Emotes kann ich auch benutzen, habe ich gar nicht gesehen. Hätte ich mal eigentlich vorher machen sollen, wa? Ich wollte mal gerade gucken, ob ich hier was machen kann. Nee, kann ich nicht. Das heißt, ich muss echt erst das Ding bauen. Dann gucken wir mal gerade beim Raumschiff. Bin ich natürlich nicht in Reichweite. Warum steht der hier eigentlich schief? Der steht hier nicht richtig. Jetzt steht er richtig. Aber die Dinger laufen trotzdem, die Motoren. Also das kostet alles Sprit hier. Achso, wie man sehen kann, hier meine Leute sind alle nicht da. Dass ich daran, dass ich halt, also habe ich euch gar nicht gezeigt, ne? Dass die auf dem Frachter sind. Ich habe die nämlich gerufen. Ich habe da die Terminals hingebaut und habe die gerufen. Und jetzt sind die alle halt auf dem Frachter. Kann ich euch vielleicht gleich nochmal zeigen. Müssen wir mal gucken. Aber vorher gucke ich mal gerade, ob ich das hier bauen kann im Schiff. Ich müsste nämlich das Ding hier bauen. Diese Wasserstoffgelee und zwei Kabelbäume, die könnte ich vielleicht noch im Dingens haben. Dann mache ich das gerade fertig. Dann können wir noch mal gucken. Ein Basisauftrag. Wir sind nicht ganz durch damit, ne? Also irgendwie zieht sich das alles noch ein bisschen. Hätte ich wahrscheinlich direkt von Anfang an machen sollen. Dann wäre das schon längst erledigt. Kabelbäume, wo habe ich die denn? Hier? Jo, Kabelbäume habe ich ein paar auf Lager. Sehr gut. Dann die Wasserstoff noch. Zwei brauchte ich, ne? Glaube ich, oder? Oh, ich habe kein Material mehr. Nein, die Wasserstoff ist alle. Ja, da muss ich gerade mal gucken hier draußen, ob hier irgendwo die Wasserstoff rumgeistert. Da unten. Ha. Dann gehen wir da doch gerade mal hin. Oh ja, eine ganze Menge. Okay. Ich hoffe, das reicht für zwei Stück. Wechseln. Mining Laser. Okay. Gib mal kurz den Niewasserstoff her. Ich muss mal wieder welchen besorgen eigentlich. Ich bin im Augenblick zu faul gewesen, Material zu sammeln, weil ich andere Dinge gemacht habe. Ich wollte nämlich unbedingt die Upgrades wieder haben, weil die das ja mit dem Schloss umgebaut haben und ich konnte halt die ganzen Sachen nicht mehr benutzen. Ich habe sie zum Glück nicht weggeschmissen, sondern ich habe dann halt geguckt und rausgefunden, okay, du kannst die Slots halt dir fertig machen, aber du musst dann halt ein bisschen was dafür machen. Und da ich nicht so viel durch die Gegend zappen wollte, habe ich das halt nicht gemacht gehabt. Jetzt bin ich halt zwischen den Aufnahmesessionen nochmal durchs System geheizt und habe mir halt meine Slots hier geupgradet. 140, das könnte reichen für zwei, ne? Oder? Ja, ich glaube schon. Okay, ich glaube zwei brauchte ich, ne? Oder? Brauchte ich noch mehr? Fürs Raumschiff? Ach, kann ich wieder nicht machen, weil, bin ich jetzt in Reichweite? Nein, immer noch nicht. Die Reichweite ist aber ein bisschen bescheiden, muss ich zugeben. Jetzt reicht es. Jetzt kann ich es bauen. Okay. Effiziente Düsen, guck mal, passt sogar im richtigen Slot hier. Habe ich sogar noch einen Bonus gekriegt. 20% weniger Startkosten, das ist auch nicht schlecht. 14% weniger Startkosten ist auch ganz gut. Lass ich erstmal drin. Normalerweise muss ich nochmal einen Slot hier reinmachen. Das werde ich bei Gelegenheit auch machen. Ich habe ja noch ein paar Upgrades. Habe ich euch in der letzten Episode ja gezeigt. Ich könnte meinen noch zu einem S-Klasse umbauen. Ich könnte mal gucken, wie teuer das ist. So, Düsen habe ich eingebaut. Auftrag ist ja erledigt. Muss ich jetzt den Auftrag nochmal auswählen? Oder kann ich jetzt zum Basiskomputer gehen? Basiskomputer durchsuchen. Dann gehen wir direkt hin. Dann gucken wir da nochmal nach. Wahrscheinlich muss ich da auch wieder irgendwas gucken und dann kann ich da auch wieder einen ganzen Tag lang nichts mehr machen. Das sind eher so Nebensachen-Dinger. Guck mal, Archiv wiederhergestellt. Encrypted. Den Wiederherstellungsschlüssel eingeben, um fortzufahren. Gear-Hilfe reparieren. Kann ich mir das aussuchen? Gear fällt natürlich direkt ins Auge auf Platz 1, aber ich nehme reparieren oder Hilfe. Nehmen wir reparieren. Archiv wiederhergestellt, encrypted. Okay, der Schlüssel ist falsch. Machen verlangen 16, 16. Nope, okay. Nein. Archiv wiederhergestellt? Nein, ist auch nicht richtig. Okay, jetzt muss ich raten, oder was? Schlacht? Nee, auch nicht richtig. Idiot. Es ist immer noch encrypted. Okay. Kräfte, Energie, Kräfte.
Kann ich das lösen oder kann man das nicht lösen? Ich habe eine 1 zu 3 Chance, aber irgendwie habe ich das Gefühl, Verhandlungen. Unlocked. Okay, das war richtig. Jetzt habe ich es hingekriegt. Eine 1 zu 3 Chance. Automatische Archivwiederherstellung im Gange. Was kommt jetzt? Jetzt bin ich gespannt. Daten wiederhergestellt. 58%. Wir sind immer noch nicht fertig. Wenn das auf 100% ist, müssen wir ja wieder fit sein eigentlich. Aber das wird ja ewig dauern. Da kann ich ja wirklich bis zum Mittelpunkt der, des Universums reisen. Die Frage ist nur, wenn wir da hinreisen, ist dann Ende oder können wir dann auch noch was anderes machen, wenn wir das gefunden haben? Ich weiß es nicht genau. Konstruktionsdatenbank, wir suchen Archive durchsuchen. Eintrag 4925X folgt. Ich habe großen Erfolg mit fortschrittlichen Materialien. Ich kann viel effektivere Synthesen durchführen. Wie es scheint, kann ich einen Weg zu Materialien im gesamten System erschließen. Zusätzliche Daten verfügbar. Bauprotokolle wiederhergestellt. Baupläne zusammengesetzt und bereits zum Herunterladen. Konstruktionsdatenbank durchsuchen. Basistechnologie, Daten extrahiert. Pläne werden heruntergeladen. Okay. Pläne für den Schildgitter wiederhergestellt. Erhöht die Grundkapazität des Gefahrenschutzsystems und ermöglicht es dem, so dem Benutzer, sich länger in gefährlichen Umgebungen aufzuhalten zu können, ohne den Exo-Anzug aufladen zu müssen. Okay, nice. Wiederherstellung des lesbaren Archivs abgeschlossen. Beginn mit der Defragmentierung des nächsten Segments. Okay, dann können wir das vielleicht noch bauen. Gucken wir mal gerade. Da brauche ich ja doch noch mehr Slots wieder, ne? Ein Technologieslot habe ich noch. Das Schildgitter muss ich bauen. Ja, da muss ich doch nochmal gucken, dass ich da nochmal upgrade. Natriumnitrit 60 und Antimaterie. Kann ich das gerade mal eben bauen? Vor allem gerade mal eben. Natriumnitrit 60. Das sollte kein Problem sein. Das ist natürlich nicht schlecht, wenn ich das noch zusätzlich länger aushalte. Ich habe zwar dann die zusätzlichen Schilde vorher, davor noch, aber wenn ich dann zusätzlich noch eine Verlängerung kriege für das normale System, kann ich dann um einiges mehr sammeln dann und dann kann mir das Wetter egal sein. Mal gucken, das würde ich dann später aber gerne gegen andere Sachen austauschen. So. Okay, das kommt hier auch wieder hin. Okay, davon brauchte ich. Und was brauchten wir noch? Habe ich schon vergessen. Mann, ich bin heute wieder Hörbdörp hier, Antimaterie. Antimaterie brauche ich chromatisches Metall für. Bin ich mir sicher. Wo war es denn jetzt? Bin ich ja wieder dran vorbei. Da. Ne, verdichteter Kohlenstoff 20. Verdichteter Kohlenstoff 20. Oh, Kohlenstoff ist auch nicht mehr so viel da. Okay, ich muss Kohlenstoff besorgen auf jeden Fall wieder und wollte das gerade nicht machen? Nanu, was war denn das für ein komisches Ding? Okay. So, und dann kann ich hier den machen. Okay. Schildgitter installiert. Das Problem ist nur, das muss da oben hin. Das heißt, ich muss wieder Platz haben. Das heißt, ich muss zwangsläufig, muss ich es updaten. Wobei, ich könnte natürlich nochmal eine Abwurfstelle suchen, dann kann ich das Ding hier kostenlos machen, ne? Das wäre vielleicht sinnvoll. Ich weiß allerdings nicht, was die Max-Slots für die Technologie sind und die Max-Slots jetzt für Fracht. Das ist auf jeden Fall neu. Jetzt kann ich auf jeden Fall hier scrollen. Das finde ich ganz angenehm. Was ein bisschen komisch ist, ist, das Ding ist versteckt. Obwohl, es taucht aber auf, wenn man hier drauf geht. Also das scheint zu gehen. Da hatten einige gemeckert, dass sie das nicht sehen können, hier mit dem Scrollrad. Ich wusste auch nicht, dass es ein Scrollrad gibt, außer das, wo ich dann die Slots gekauft habe, das dann weiterging. Also man kann wohl noch einige Slots hier erweitern. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Slots ich jetzt habe hier. 2, 4, 5 Reihen zu 2, 4, 6, 8, 10. Also 50 Slots, 51 Slots habe ich hier. Ich habe irgendwas von 61 Slots gelesen. Ich weiß nicht, ob das für Technologie war oder hier für Frachtslots. Da habe ich noch ein bisschen was vor mir dann. Okay, Schildgitter installiert. Und, ich weiß gar nicht, kann ich schon wieder hingehen? Archive des Basis teilweise wiederhergestellt, interagieren mit dem Basiskomputer. Wie kann ich jetzt schon wieder hingehen? Moment. Beim automatischen Archivwiederherstellungsprozess wurden zusätzliche Daten wiedergestellt. Wie, ich kann da doch hin, direkt hingehen. Archiv wiederhergestellt, encrypted. Oh, jetzt geht das los. Gibt es jetzt hier noch encrypted Dinger? Faszinierend.
Archiv wiedergestellt? Nein, das ist nicht richtig. Oh. Hilfe. Unlocked. Okay, haben wir richtig geraten. Okay, automatische Archivwiederherstellung gegangen. Okay, was geht denn jetzt ab hier? Jetzt kriegen wir hier ein Ding nach dem anderen, oder was? Datenwiederherstellung gestellt. 61%. Neue Daten verfügbar. Archiv durchsuchen. Eintrag 4925X folgt. Das ist alles X hier. Ich arbeite schnell. X. Die untergehende Sonne legt sich über das Vorgebirge. X. Nicht gerade luxuriös, aber immerhin hält es die Kälte ab. Und morgen bin ich ohnehin nicht mehr hier. X. Vielleicht sucht ein anderer Reisender hier eines Tages Unterschlupf. Zusätzliche Daten verfügbar, Bordprotokoll wiederhergestellt, Baupläne sind umgesetzt und bereit zum Runterladen. Sind das vielleicht Logs aus der Vergangenheit von uns? Aus einer alternativen Realität? Oder Realitäten? Exo-Anzug-Technologie, Daten extrahiert, Pläne wieder runterladen. Eigenes Upgrade-Modul aus Datenresten synthetisiert. Problem ist, wenn ich jetzt so viele Upgrades machen muss, dann brauche ich viel mehr Slots hier. Die habe ich jetzt natürlich nicht gemacht, ne? Wiederherstellung des lesbaren Archivs abgeschlossen. Beginnt mit der Defragmentierung des nächsten Segments. Eine weiße Leuchte bauen. Bewegungsmodul, Klasse B, okay. Ich soll eine Leuchte bauen. Okay, wir bauen eine Leuchte. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, hier, dass sie jetzt hier doch irgendwie, weiß ich nicht. Eine weiße Leuchte wollte ich sowieso haben. Die kann ich dann direkt hier reinsetzen. Ich hoffe, ich habe das Material dafür. Das Problem ist nur, die hier zu bauen, wird ein bisschen schwierig werden, weil... Da. Ich müsste die genau setzen. Oh, ich komme da oben nicht hin. Okay, habe ich gebaut. Jetzt kann ich wieder zum Computer gehen. Toll, habe ich eine Lampe gebaut, kann ich wieder zurückgehen. Okay. Ich wollte das sowieso noch bauen, da bei Gelegenheit, dann muss ich mal schauen. Ja, rennen wir wieder zurück jetzt hier und dann... Kriegen wir das jetzt alles tröpfchenweise fertig, oder was? Oder muss ich jetzt meine Basis Stück für Stück bauen, während ich den Computer hier lese? Jetzt gibt es keine Wartezeiten mehr. Ich bin froh, dass es keine Wartezeiten gibt, dann gibt es zumindest was zu tun. Encrypted, natürlich encrypted. Anlage. Nein, war wahrscheinlich Opfer, ne? Achtung! Mann, ich habe hier wieder... Es ist eine 1-3 Chance und ich treffe irgendwie immer das Falsche. Alle. Unlocked. Okay. Mathematische Archivwiederherstellung Gange. Da hatten wir ja gestellt 74%. Oh, wir kommen langsam weiter hier. Wenn das so weitergeht, sind wir bald durch. 4925X folgt. Ich habe heute noch einen von ihnen gesehen. Psst. Auf der Raumstation. Er sah mich an, als wäre ich gar nicht hier. Er starrte direkt durch mich hindurch. Kss. Es war nur ein Gag. Als ich zurückkam, bilde ich mir das nur ein? Zusätzliche Daten verfügbar, Bauprotokoll wiederhergestellt, Baupläne zusammengesetzt und bereits im Runterladen. Wir müssten eigentlich auch nochmal gucken. In der Anomalie sind ja auch noch Sachen, die ich noch gegen Nanit kaufen muss, ne? Vielleicht haue ich auch die ganzen Baupläne dann raus, die ich da noch liegen habe und kaufe mir von den Naniten dann noch die Upgrades, dann wäre es erledigt. Exo-Anzug-Technologie, Daten extrahiert, Pläne werden heruntergeladen. Eigenes Upgrade-Modul aus Datenresten synthetisiert. Wiederherstellung des lesbaren Archivs abgeschlossen. Beginnt mit der Defragmentierung des nächsten Segments. Okay. Noch ein Bewegungsmodul. Okay, was geht denn ab hier gerade jetzt? Wiederhergestellt, interagieren mit dem Computer. Okay. Was geht denn ab jetzt hier? Archiv wiederhergestellt, encrypted. Elektronisch. Das war Planet wahrscheinlich, ne? Das ist egal. Intelligenz. Unlocked. Ha! Passt. Automatische Archiv wiederherstellung im Gange. Das ist ja krass. 82%. Okay, nice. Neue Daten verfügbar. Archiv zu suchen. Eintrag 4925X folgt. Ich dachte, ich hätte noch ein paar Stunden zu... Aber die Sonne geht bereits unter. Die Sonne wird schwächer. Licht kann die dicken Ringe, die sich um dieses legen, kaum durchdringen. Ich muss mich beeilen. Oh. Die Daten verfügbar, Bordprotokoll hergestellt, Baupläne zusammengesetzt und bereit zum Runterladen. Was geht denn ab jetzt gerade hier? Ich habe das Gefühl, wir kommen wirklich zum Ende, ne? Exo-Anzug-Technologie, Daten extrahiert, Pläne werden runtergeladen. Eigenes Upgrade-Modul aus Datenresten synthetisiert. Schon wieder?
Nochmal Klasse B. Die Erstimmung des Archivs abgeschlossen, beginnt mit der nächsten Tag empfangende Tier und des Segments. Okay. Wir kriegen. Haben wir jetzt drei B-Dinger-Module gekriegt, oder was? Jo, wir haben drei B-Module gekriegt hier. Alter, komme ich hier nicht mehr weg, oder was? Was geht denn ab hier gerade? Jetzt, das tut mir leid, jetzt sitzen wir hier nur noch und machen Rätselrat. Aber wir haben die 100% bald zusammen. Anzug. Unlocked. Automatische Archivwiederherstellung im Gange. Okay. Daten wiedergestellt, 98%. Wir sind fast fertig. Wow. Archiv durchsuchen. Eintrag 4925X folgt. Es ist Zeit, weiterzuziehen. Irgendetwas ruft nach mir. Ich es auf meinem Raumschiff-Kommunikator. Route zum Zentrum wird berechnet. Oh. Ist das hier und jetzt? Protokoll verloren? Was? Oh nein, sag mir nicht, wir sind jetzt hier in einem, wie nennt sich das? Paradoxon entdeckt. Löst sich das Universum jetzt auf? Ist jetzt vorbei? Wir haben es jetzt dahin gespielt, wo wir eigentlich sind. Ich erinnere mich gerade an Timeshift hier. Oder an Spaceballs. Das ist jetzt, hier und jetzt. Wir müssen vorspulen. Wir müssen gucken, was passiert. Zusätzliche Daten verfügbar, Protokoll wiederhergestellt, Baupläne zusammengesetzt und bereit zum Herunterladen. Ich frage mich, ob wir auf die 100% kommen. Oder ob es jetzt offen bleibt. Normalerweise müsste es jetzt offen bleiben. Aber wir wissen noch nicht genau, wie es aussieht. Extra-Anzug-Technologie, Daten extrahiert, Pläne werden runtergeladen. Sag mir nicht, wir kriegen noch eins. B. Die Erstellung des nächsten Mal, ich habe es abgeschlossen. Beginn mit der Datenfragmentierung des nächsten Segments oder des letzten Segments vielleicht. Ist ja lustig, wenn es jetzt in den Nachkommastellen fällt. Schon wieder ein Bewegungsmodul. Was ist zum Geier? Ein Landefeld bauen. Du willst dich doch vorne piepeln. Aber wir haben noch ein Landefeld. Ach so, dann kann ich schon. Ha, zählt sogar. Okay, das ist ja doch intelligent dann. Moment, ich darf nicht. Muss ich warten? Jetzt darf ich. Archiv verfügbar, okay. Automatische Archivwiederherstellung im Gange. Jetzt ist hier aber echt Not am Mann hier. Archiv für Benutzer. Iteration verloren. Nicht verfügbar. Extern gespeicherte Terminus-Sicherungsdateien verfügbar. Koordinaten herunterladen. Iteration verloren? Das heißt, der kann mich nicht mehr zuordnen, Navi, oder was? Archivstandort entdeckt, interstellare Koordinaten erhalten. Der Basiskumpel hat ein Archiv aus einer anderen Welt entdeckt. Lokalisiere das Archiv auf der Sternenkarte. Ist das dein Ernst? Okay. Gehen wir jetzt ins Paralleluniversum, oder was? Und sagen unserem alternativen Ich Hallo. Das wäre voll lustig, wenn das gehen würde. Du gehst so, warpst so ein anderes System in einem anderen, Universum, stehst dann sozusagen als die, der Reisende an der Raumstation und siehst, wie du gerade landest und auf dich zukommst. Aber du weißt ja nicht, dass du bist, sondern das weißt nur du. Irgendwie. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Okay, das ist, ich bin gespannt. Wir gucken mal. So, können wir das Zeug irgendwo abladen gerade hier? Da ist noch die Wasserstoffzelle über euch. Dann packen wir die Dinger hier. Die müssen drüben hin, ne? Die Module müssen wir auch noch umpacken. Hier, das könnten wir aber hier noch irgendwo abladen. Kommen wir das irgendwann dahin. So, dann muss ich jetzt hier hin, glaube ich. Hoffe ich mal. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich hatte die Dinger hier, ne? Die Kabelbäume? Ich bin mir nicht sicher. Ich packe die mal hier wieder hin. Habe ich schon wieder vergessen. Achso, egal. Die Module waren hier. Module und where ist hier. Packen wir da hin. Okay, dann sortieren wir gerade nochmal unser Ding jetzt ein bisschen auf hier, so. Haben wir ein bisschen Platz jetzt. Okay, den Booster und Dings, den Exo-Fahrzeug-Dings kann ich noch behalten hier. Ach, was packst du hier hin? Komm, können wir die tauschen? Jo, können wir. Passt. Okay, dann, ja. Externes Archiv, ne? Wir kommen, würde ich sagen. Das gucken wir uns jetzt in der Episode noch an, damit sich das hier gelohnt hat, weil wir haben jetzt gerade 10 Minuten nur diese Dinger gemacht. Das ist ja cool. Okay. Auf die Weltkarte. Basiskomputer lokalisiert auf der Sternenkarte.
wo wir hin müssen. Da müssen wir hin. Be free. Hätte ich direkt über die Station machen können, aber ich bin doof und bin jetzt aber hingewoppt. Ist egal. Wir sammeln ja Antimaterie durch das Gerät. Ich hoffe nur, das Universum implodiert jetzt nicht. Das wäre ein bisschen ungünstig. Okay. Ah, können wir stehen bleiben? Danke. Es gibt keinen dazwischen, ne? Nee, geht nicht. Okay, wo müssen wir jetzt hin? Wo ist das Signal? Wir sind jetzt hier in dem System. Es wird nichts angezeigt. Müssen wir scannen? Hier waren wir eigentlich schon, meine ich, in dem System. Wow, was ist das für ein Planet? Alter, guck mal, wie riesig der ist. Das hier ist ein Mond. Guck mal, wie riesig der ist hier, der Mond. Das ist schon ein bisschen hardcore, aber das kann auch daran liegen, weil ich hier so nah bin. Schädlicher Planet. Ammoniak, hohe Wächteraktivität ist leider blöde. Ich mag hohe Wächteraktivität nicht, das ist immer nervig. Es wäre natürlich toll, wenn die einem nichts mehr anhaben können ab einem bestimmten Punkt, aber... Naja. Ist auch hohe Wächteraktivität. Das ist ein kleiner Mond. Das finde ich eigentlich cool, so ein Mond an einem Planeten mit Ringen dran. Radioaktiver Mond, das ist natürlich krass. Der sieht ein bisschen grau aus. Wo müssen wir jetzt hin? Was sagt denn unsere schlaue, sagt gar nichts. Ha? Oder müssen wir zur Raumstation? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ist das die Hauptmission? Ich bin mir nicht sicher. Letztes Schnittstellenportal entdeckt. Müssen wir da jetzt durch? Missionssignal entdeckt. Warte mal. Die Säuberung. Das letzte Portal finden und betreten. Simulation zurücksetzen. Was haben wir denn gespielt? Die Säuberung. Simulation zurücksetzen. Ich bin ein weiteres Mal von das getreten. Ja, ja, das kennen wir schon. Jetzt komme ich gerade hin. Aber was war denn? Ne, Weltraumanomalie war was anderes. Das war ja Dingens hier. Den Atlas nicht. Doch, dann ist es das. Verstoß, Verstoß, Verstoß. Warnung, anomales Signal entdeckt. Das Problem ist, wenn wir jetzt durchgehen, ich will die Siedlung gerne abschließen. Wo ist das Portal? Jetzt hat er die Siedlung genommen. Nein, warte. Ne, Basiscomputer. Hier müssen wir hin. Fernarchiv, Terminal. Da wollen wir hin. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Jetzt bin ich natürlich im falschen System oder so, ne? Wo müssen wir hin? Der Basiscomputer hat ein Archiv aus einer anderen Welt entdeckt. Erreiche die markierten Koordinaten und führe Untersuchungen durch. Verwende die Galaxiekarte, solange du dich im Weltraum aufhältst. Das war die Hauptmission. Da sind wir schon wieder falsch. Müssen wir hier zum Stern hin? Ne, warte mal, jetzt bin ich verwirrt. Wo müssen wir hin? Ich habe so viel, wie man sieht, ich bin hier so oft durch die Gegend gewarpt hier, dass ich diese ganzen Dinger freischalten konnte wieder, damit ich hier wieder meinen Anzug und so nutzen kann. Das war ein bisschen nervig. Ich bin gerade verwirrt. Wo muss ich denn jetzt hin? Nutze die Karte. Was war denn das Sternchen hier? Ist das da, wo ich hin muss, oder? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Da ist mein Schiff. Biosamuko. Ich bin jetzt gerade echt am Überlegen. Warte mal, gibt es hier irgendwo ein Symbol? Hat ein Schiff hier aus einer anderen Welt entdeckt? Erreiche die markierten Koordinaten und führe... Ja, toll. Fernarchiv. Die Frage ist, wo? Wo muss ich hin?
Das Symbol hier, ne? Die Frage ist jetzt... Es gibt halt mehrere Symbole und ich weiß halt nicht genau... Das ist ja meine Basis. Xetonym. Beschädigte Archivdaten. Ah, okay, der sagt mir direkt, was da los ist. Da muss ich hin. Alles klar. Dann, bevor ich da noch mehr Material verbrate, gehe ich einfach hier kurz in die Station und beam mich dahin. Xetonym heißt das, glaube ich. Dann gucken wir uns die beschädigten Daten an. Ich bin mir nicht sicher, ob das System B3 ein generiertes System ist oder ob das einer umbenannt hat. Weil du kannst es ja auch umbenennen. Wenn es auch gefahren ist, wham. Die anderen können das halt sehen dann. Aber es ist eine coole Idee auf jeden Fall. So, wir müssen nach Xetonym. Ich hoffe, ich habe das hier. Ich habe so viele Dinge besucht hier, dass ich langsam echt keinen Überblick mehr habe. Xetonym, da müssen wir hin. Das kostet mir nichts. Und es geht schneller. Denke ich mal. So, da sind wir wieder. Xetonym. Müssen wir jetzt auf den Planeten? Kommerziell und nachhaltig. Archivstandort entdeckt. Koordinaten geladen. Das würde ich mir jetzt gerne noch angucken, muss ich zugeben. So, wo ist denn das ganze Gedöns? Da lang. Da müssen wir hin. Auf dem verlassenen Planeten. Achso, wir müssen erstmal hier weg, okay. Jetzt kann ich. Ich bin gespannt. Einsam durchs Weltall. Zum einen finde ich es cool. Würde mich auch interessieren, wenn man so durchs Weltall zappen könnte. Das wäre schon cool, neue Dinge sehen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein bisschen sehr einsam, ne? Und? Wenn die Kacke richtig am Dampfen ist, dann ist natürlich auch richtig Not am Mann. Weil du bist ja alleine. Was nicht so geil wäre. Ich glaube, wenn man das zu zweit machen würde, wäre es interessanter. Aber dann müsste es so sein, dass man auch irgendwie safe reisen könnte halt und erkunden könnte. Und ich hätte gerne... eine Leitung nach Hause. Ich würde gerne mal einen Anime-Kram und sowas dann gucken können noch und mich mit den Leuten unterhalten können. Und streamen vielleicht, wäre ganz lustig. So ein bisschen Wälder unterwegs und dann, ach komm, hier, ich mache erstmal eine Pause. Ich setze mich erstmal in meinem Raumschiff hin, beziehungsweise in meinem, ja doch, eigentlich in meinem Raumschiff, hätte ich gesagt, meiner mobilen Basis. Ich setze mich hin. Ungefährer Standort. Hier ist zufälligerweise was. Kann das sein, dass wir hier hin müssen vielleicht? Bin mir nicht sicher. Oh, die Musik wird still. Das wäre schon cool. Hier sind wir richtig. Okay. Es wird kalt hier, wow. Oh, jetzt habe ich den schon aktiviert, das wollte ich gar nicht. Ich wollte den hier machen. Okay, dann gehen wir mal. Oh, der geht aber ziemlich langsam runter jetzt hier. Hier sieht es auch nicht mehr so gesund aus. Es lebt. Was kann ich hier? Schild wiederherstellen, brauche ich nicht. Glucker, glucker. Okay, gucken wir mal. Müsste ich mal einer sauber machen. Ich habe die von meinem Basiskommandant markierten Position erreicht. Das Fernarchivterminal brummt in Erwartung meiner Eingabe. Es qualmt schon, ist kaputt. Auf Erinnerung zugreifen. Versuch Erinnerung bei 0x000FF1A zu lesen. Das ist, glaube ich, eine Farbding, ist Farbskala, ne? Ein Hexcode. Wir wollten der Realität entfliehen. Das ist der Grund, aus dem wir alle hier sind, oder nicht? Ich erinnere mich noch, wie es war, ein Reisender zu sein. An diese Hoffnung,
diesen unerträglichen Durst nach Neuem. Ich hätte nie auf dich hören sollen, Schatz. An diesem Ort gibt es kein Feuer, keine Trophäen, die der Götter würdig wären. Hier gibt es nur Dunkelheit. Die Familie aus Glas, sie beobachtet alles. Sind die Wächter damit gemeint? Lückenhafte Erinnerung. Physischen Speicher durchsuchen. Ich durchsuche den physischen Speicher, der mit dem Terminal verbunden ist. Wer auch immer diese Nachricht aufgezeichnet hat, hat auch eine Technologie hinterlassen. Blitzwerfermodul. Neue Mission verfügbar. Gehe zum Archiv zu... Okay. Auch nicht schlecht. Jetzt geht die Sonne auch gerade wieder auf. Auf diesen gottverlassenen Planeten. Warum eigentlich Gott verlassen? Wer hat sich das Sprichwort ausgedacht? Das finde ich so nice, wenn man auf so einem Planeten leben könnte. Na, natürlich nicht wie hier jetzt. Jetzt wird es natürlich brütend heiß. Das ist aber auch cool, ne? Du hast erst eiskalt. Und jetzt wurde dich wieder der... Ja, ich sag mal so der Sonne oder dem... Boah, das sehe ich jetzt erst. Guck mal, du hast... Ich habe da einen Kreis. Siehst du das? Da ist so einen leichten Schattenkreis. Wenn ich mich bewege, so ein Sichtkreis hier, wo mein... Wo mein Ding ist. Und du kannst dann hier so auf einem Planeten gucken hier. Oder du hast Ringe hier drauf. Das wäre jetzt ziemlich geil, wenn du auf so einem Planeten leben würdest oder so. Und könntest dann, ja, hast du noch eine andere Aussicht halt, ne? Das finde ich aber auch interessant. Jetzt hier, du warst, ist auf der kalten Seite, es ist halt arschkalt, da frierst du dir echt den Hintern ab und jetzt bist du auf der anderen Seite und jetzt brennst du dir echt den Hintern weg. Bogene Staubstürme, moderat, reichlich. Oh, hier können wir noch Sachen scannen. Anorganisches Objekt. Okay, wir scannen mal gerade. Rodrit, okay. Tierablagerung, flüssiger Kern, Ferrit. Tierablagerung, okay, hat einer hingekackt oder was? Ich weiß es nicht genau. Reines Ferrit, Kohlenstoff. Das wäre natürlich nice hier. Ich bräuchte eigentlich eine Menge Kohlenstoff. Ich muss mal demnächst wieder Kohlenstoff abbauen gehen. Oh, ich brenne langsam. Okay, wir gehen mal zurück. Ich habe zwar noch ein bisschen Zeit, aber wir gehen mal. Okay, wir gehen wieder zurück. Gebäude in der Nähe. Ja, das kenne ich schon. Wegpunkt. Oh, okay, wir machen es mal vom Acker hier. So, ich glaube, ich brauche nur noch 16% jetzt, ne? Schubdüse, ja, 16% nur noch. Das ist um einiges angenehmer jetzt hier. Da kannst du, brauchst du nicht mehr so viel aufladen. Das spart eine Menge Sprit. Ja, es wäre schon cool, irgendwie das Universum zu durchstreifen halt, aber man müsste es halt, wenn man es alleine macht, wäre es doof. Man müsste schon das mit mehreren Leuten machen. Aber es muss halt auch so sein, dass man, wie soll man das sagen, die Chemie muss stimmen, weil wenn du die ganze Zeit gestresst und genervt bist, naja, ich sag mal so, auf dem Raumschiff gibt es vielleicht nicht unbedingt so viel Platz halt, um sich mal für eine Weile aus dem Weg zu gehen halt oder um Stress abzubauen. Das ist ein bisschen schwierig. Alleine werden natürlich abgefahren, aber auch ziemlich einsam. Und wenn halt irgendwas ist, da musst du echt auf Zack sein, weil sonst war's das. Das kann ganz schnell gehen. Ue, das auch. Mir fällt gerade ein, wir haben den Schrotthändler noch gar nicht gemacht, den Auftrag. Das könnten wir auch noch machen. Wenn ich eh darauf warten muss, hier auf eine... Was ist mit dem Gag los? Er sinkt erstmal so langsam zu Boden. Ich glaube, das ist noch ein Bug hier. Obwohl das Spiel schon so alt ist, sag ich mal so, oder immer noch so krass dran gearbeitet wird. Ja. Die standen da oben wahrscheinlich. Als ich jetzt hier gelandet bin, wurde es nachgeladen und dann korrigieren sie auf den nächsten Fußboden. Deswegen stehen die manchmal hier unten rum. Das ist... Ja. Also ein paar Bugs, sag ich mal so, die gehen wohl nicht weg hier. Das wird sich wohl nie ändern. Aber andererseits gehört es halt auch irgendwie dazu und ist auch irgendwie lustig. Okay, wir gehen mal wieder zurück. Ich habe das Gefühl, die Animation haben sie auch gerne, weil vorher war das immer, glaube ich, so eine Kugel. Jetzt sieht das so ein bisschen wassermäßig aus. Wir müssen nach Hause. Na, jetzt will er nicht mehr. Jetzt bin ich irgendwo in den weiten Strömen verschollen, oder was? Das wäre auch krass, wenn du nicht mehr rauskommst.
es hat funktioniert. Ich bin tatsächlich mal irgendwo wieder gelandet hier und nicht da hinten am Basiscomputer oder so. Okay, wir müssen zum Basiscomputer zurück. Wir gehen da nochmal gerade hin. Und gucken mal, was der Auftrag ist. Und dann würde ich sagen, soll es das mal wieder gewesen sein. Ich bin froh, dass das jetzt ein bisschen zack-zack geht. Es wäre schön, wenn das mit der Siedlung auch zack-zack gehen würde. Dann machen wir uns definitiv jetzt so langsam... Wo ist der Basiscomputer? Ach, da drüben. Ich dachte schon, der wäre geklaut. Hat einer geklaut hier oder so. Dann machen wir uns wirklich auf den Weg zum Mittelpunkt des Universums und sind dann, zumindest mit dem Universum hier, fertig. Ich weiß ja nicht, wie das dann mit dem anderen Universum aussieht. Ob es dann wieder einfach nur von vorne losgeht, ob sich dann was ändert. Das gilt es auf jeden Fall noch herauszufinden. Wir gucken mal. Was sagt der Basiscomputer? Automatische Archivwiederherstellung im Gange. Archivbenutzerinteraktion verloren, nicht verfügbar, extern gespeicherte Terminals, Sicherungsdateien für Koordinaten runterladen. Okay. Archivstandort entdeckt, Installation. Okay. Also machen wir jetzt eine Schnitzeljagd durchs Universum oder wie, oder was? Ich bin ein bisschen verwirrt. Irgendwie ist das jetzt eine Art Platzhalter oder was ist das? Ich bin mir nicht sicher. Tja, da müssen wir nochmal gucken. Also irgendwie ist das, weiß nicht. Also so, das Gelbe vom Eis auch nicht mehr. Ich weiß nur nicht genau, hat das schon mal einer zu Ende gemacht hier? Den Basiscomputer abgearbeitet, sozusagen? Oder nicht? Ich bin mir nicht sicher. Wir gucken mal, in der nächsten Episode geht's weiter und ich würde den Schrotthändler auf jeden Fall gerne noch mal ein paar Koordinaten abluchsen. Mal schauen. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.